Liebe Kinder, das ist der Michael. Und der Michael, der sitzt in seinem Auto. Und das hat er selber getuned. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist unser super geiles Rhapsody-Dingster getuntes Drecksauto. Mit Flammen und Motor, der irgendwie oben rausguckt. Und da ist der Gärtner. Oh, das ist der Gärtner. Moment. Ich begrüße den mal kurz, weil bekanntermaßen ist der Gärtner ja immer der Mörder. Und er versucht gerade sehr verdächtig, den Rasenmäher anzuschmeißen. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Lucius, mein erstes Let's Play. Der sieht wirklich sehr verdächtig aus. Ich wette, der schläft genau wie der Yoga-Lehrer mit unserer Frau. Ja, okay, komm, dann steigen wir jetzt mal ein und ich sage, was heute Sache ist, denn ich habe mir natürlich wieder ein paar Gedanken gemacht. In der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen haben wir uns ja wieder ein, oder das Update, dieses Flugschulen-Update genau angeguckt und ja, da gab es allerdings nicht so viel, beziehungsweise es gab natürlich auch viele neue Inhalte für GTA Online. Und die Fahrzeuge und so, die haben wir uns natürlich angeguckt und mit denen werden wir wahrscheinlich, oder mit den Fahrzeugen und den Flugzeugen werden wir natürlich dann in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen hier durch die Welt fliegen und so. Aber heute wollte ich mir dann, ich glaube, das werde ich jetzt öfters mal machen, dass ich mir selber so kleinere Challenges dann zurechtlege oder, ja, mir selber stelle und versuche diese dann halt zu lösen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus GTA Online, zum Beispiel aus der Crew hier mit Pandorium und dem Curry und den Alchemisten und so. Und natürlich auch von der Slay Massive Crew. Und genau das will ich jetzt auch machen, aber halt ab und zu mal hier so im Singleplayer. Das wären jetzt, keine Ahnung, das wären jetzt nicht die allerkrassesten Challenges. Also die eine wird mal cooler sein, die andere vielleicht dann nicht so. Aber das Geile ist halt einfach in GTA, oh, wir müssen aufpassen, dass wir den jetzt nicht schon vorher kaputt machen. Das Geile ist einfach in GTA, dass einfach dann natürlich gerade auf dem Weg zu so einer Challenge und so viel passiert. Und ach, ich liebe das einfach, wenn man sich hier so die Details am Wegesrand anguckt. Picknick am Wegesrand. Ah, jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Nee, ich habe mir überlegt, mit dem Rhapsody werden wir heute mal wieder nicht zum Flughafen, aber zum zweitliebsten Ort von Los Santos bzw. Blaine County von mir fahren. Und das ist natürlich der Mount Kilyard. So, mit diesem super getunten Auto, das wirklich also auch so eigentlich ganz flexibel und gut zu fahren ist, werden wir dann versuchen, den Mount Kilyard hochzufahren. Das haben wir ja schon öfters mit verschiedenen oder diversen Vehikeln gemacht. Und Ziel ist es halt, oben anzukommen, mal kurz zu gucken, was da so abgeht, ein paar Wanderer zu ärgern und dann natürlich auch wieder runterzufahren. Man muss mal gucken, wo ich mich denn da runterstürze. Das Problem ist natürlich, dass die Autos dann immer gerne explodieren. Das ist einfach das Ziel, dass wir dann lebend und mit einem einigermaßen, ja, mit einem einigermaßen noch imstande, nee, boah, wie... Ich kriege den Satz nicht zu Ende, mit einem einigermaßen in Ordnung gehenden Auto dann da unten ankommen. Keine Ahnung, seltsamer Satz. Egal. Genau, das ist mein Ziel. Und ich habe mir heute tatsächlich auch ein Thema überlegt. Ich habe eben noch The Forest aufgenommen. Da hatte ich auch bei PZ schon auf Facebook gefragt, was kann man denn so als aktuelles Thema nochmal ansprechen, beziehungsweise was würde euch denn persönlich interessieren? Und da habe ich schon relativ viel angesprochen und dann habe ich jetzt eben aber erst, als ich die Aufnahme beendet habe, gesehen, viele oder ich weiß nicht, ein paar haben auf jeden Fall gefragt, erzähl doch mal was über deine Schulzeit. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache und das können wir gerne mal machen. In der nächsten Folge von GTA Online. Nein, natürlich können wir heute mal ansprechen. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wo wir hier sind. 5,5 Kilometer haben wir noch. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Oh, guck mal, ein Fahrradfahrer. Den werden wir jetzt mal so ein bisschen erschrecken. Ah, die Hupe ist so geil. Pro you. Boah, das Auto ist schon ziemlich kaputt, ne? Ah, ja gut, die Scheiben sind einfach kaputt. Naja, auf jeden Fall, ja, Schulzeit. Also ich wurde irgendwann, meine Mutter ist mit meinem Vater zusammengekommen und dann wurde ich irgendwann vor ungefähr 25 Jahren geboren. Soll ich wirklich da anfangen? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel, oder? Nein. Ich war tatsächlich früher ein relativ guter Schüler. Ich war früher auf einer Realschule. Also, sagen wir mal so, in der Grundschule, da war ich nicht so gut, aber weiß ich nicht, da hat mich das auch alles noch nicht so interessiert. Da gab es immer total viele Streber, die sind dann immer alle aufs Gymnasium gekommen und
Ja, irgendwie war ich nie so gut so in den ersten 4 Jahren in der Schule und so. Auf jeden Fall, während dann all meine Freunde aufs Gymnasium gekommen bin, bin ich auf die Realschule gekommen. Was jetzt nicht schlecht war, es war eigentlich eine ganz gute Realschule, auch wenn nebenan noch eine Hauptschule, also quasi, man teilte sich quasi mit der Hauptschule dann den Schulhof. Und es gab einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Hauptschüler Assis sind und so. Es gibt natürlich auch sehr viele Assis, die auf der Realschule sind und viele, die auf dem Gymnasium sind und so weiter und so fort. Aber es ist einfach so gewesen, dass da sehr viele Assis waren, hauptsächlich von der Hauptschule. Und war gerade so in der 5. Klasse immer echt schwierig und so am Anfang auch echt ein Schock. Man konnte nicht mal Fußball spielen oder so, da wurde einem dauernd dann der Ball abgenommen und so. Ja, auf jeden Fall, aber in der Realschule, da hatte ich dann auch einen ganz guten Lehrer, ganz guten Klassenlehrer und so. Und ich war tatsächlich immer im Klassenbester. Oh, voll der Angeber und so. Nee, überraschenderweise bin ich tatsächlich da immer ganz gut gewesen. Ich hatte jetzt nie irgendwie so 1,0 oder so, aber es war so, das hatte ich da so 1,7, 1,8 so in der Richtung. Und wobei natürlich Sport mein Lieblingsfach war. Aber wenn ihr noch irgendwas über Sport und so erfahren wollt zu mir, weil ich mache ja sehr viel Sport, wissen die wenigsten, guckt einfach mal die nächste Forest-Folge. Das ist, ich weiß nicht welche, das ist auf jeden Fall die Folge nach der Gamescom-Folge. Da erzähle ich da noch so ein bisschen über Sport und so, weil ich mache ja über 10 Jahre und so auch jetzt schon Leichtathletik und so. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Leute, die mich so ein bisschen näher kennenlernen möchten. Ja, für die Handvoll, die das möchte. Ja, das war es eigentlich schon so zur Realschule und war halt ziemlich gut dann und auch 10. Klasse und so. Und dann war natürlich immer klar, du machst Abitur. Und ich wollte aber nicht auf so ein Gymnasium und so, weil ich hatte da halt immer so ein bisschen Vorteile, so Gymnasium und so. Naja, kann jeder so seine eigene Meinung sich dann überlegen. Ich war da halt so ein bisschen gegen und dann bin ich halt auf so eine integrierte Gesamtschule gegangen, wo halt unter anderem auch körperlich Behinderte und so mit hingegangen sind. Also gut, in der Oberstufe, doch, in der Oberstufe hatten wir auch, glaube ich, 2, 3 oder so. Finde ich wirklich ganz cool, so die Überlegung, dass man halt solche Leute auch integriert und also alles wird integriert, Ausländer werden integriert, Frauen werden integriert und körperlich Behinderte werden integriert. Das klingt jetzt total falsch. Sogar Let's Player wurden integriert. Und ja, da habe ich eigentlich dann auch relativ unspektakulär mein Abitur gemacht. War wirklich nicht so wirklich spannend, musste auch nicht wiederholen und so. Zum Ende hin hörte dann aber auch bei mir so ein bisschen die Lust auf, hatte dann nicht mehr so das Interesse, immer dieses Lernen und so, und habe mich zu der Zeit auch schon sehr, sehr fürs Zocken und so interessiert. Also nicht nur fürs Zocken, ich habe halt auch sehr gern geschrieben. Ich hatte Deutsch als LK, als Leistungskurs, und Biologie und habe da halt immer schon sehr gern geschrieben, auch so Kurzgeschichten und all so Sachen. Und da fing das dann auch alles an, sich so langsam zu entwickeln. Natürlich wusste ich dann erstmal nicht, was ich tun sollte, wie das ja bei vielen der Fall ist. Was mache ich jetzt nach dem Abitur? Willst du studieren? Ja, aber wenn, was willst du dann studieren? Oder willst du eine Ausbildung machen? Wobei ich eigentlich gar keinen Bock hatte auf eine Ausbildung und ich wusste auch nicht, in welche Richtung das gehen sollte. Und ja, natürlich bin ich dann erstmal zur Bundeswehr gegangen. War eine sehr interessante Zeit, die ja, die ich trotzdem nicht unbedingt nochmal haben möchte, weil ich bin halt keiner, der sich unbedingt dann immer so bestimmten Befehlen beugen muss. Gerade wenn man merkt, die sind total sinnlos. Und gut, Sport habe ich immer gern gemacht und so, aber wenn man um 5 Uhr morgens aufsteht und einfach total scheiße gelaunt ist und keinen Bock hat aufzustehen, und ich bin sowieso ein extremer Morgenmuffel, also wenn mich morgens einer anspricht, dann kriegt er erstmal eine Faust ins Gesicht. Ja, das war nicht so geil bei der Bundeswehr, obwohl das Essen dann morgens ganz geil war, aber wenn man dann halt erstmal 2 Stunden im Regen seine Sportübungen und so gemacht hat, dann war das nicht mehr so lustig. Aber trotzdem überraschenderweise, viele haben ja immer gesagt oder sagen immer, das Essen bei der Bundeswehr ist nicht so geil. Das Essen war super, es gab alles mögliche an 1000 verschiedene Kelloggs-Arten und Brötchen mit ganz viel verschiedenen Aufstrich und alles mögliche. War super, war echt top. Und ja, dann habe ich so ein bisschen nach der Bundeswehr gejobbt und so. Wusste halt nicht so richtig bei meinem Vater in der Firma und so. Und dann habe ich mich halt beworben in Richtung Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Also, weiß nicht, das wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen. Also als Systemintegrator
Was ich dann als letztendlich auch, ja, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, da kümmert man sich halt ums Planen und Realisieren von Netzwerken und so, hat mit Servern zu tun. So einem Scheiß halt. Und Anwendungsentwickler sind halt die Leute, die dann programmieren, mit dem Kunden also Konzepte absprechen und das halt dann irgendwie in die Tat umsetzen. Waren Wirtschaftsprogramme und all so Sachen. Aber früh in der Ausbildung habe ich halt schon als Systemintegrator festgestellt, wo man auch programmieren muss und auch programmieren als Fach hat, dass Programmieren einfach gar nichts für mich ist. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Wir können auch noch ein bisschen rumlaufen. Und ja, dann habe ich halt meine Ausbildung gemacht und so. Die habe ich dann auch irgendwann abgeschlossen. Und mittlerweile habe ich da auch schon ein Jahr Berufserfahrung. Wie es da allerdings jetzt momentan weitergeht, das ist eine längere Geschichte. Vielleicht werde ich das bald mal aufgreifen. Das Jahr 2014 zeichnet sich für mich auf jeden Fall durch viele Veränderungen aus. Da wird sich vieles noch verändern. Und da weiß ich auch noch nicht genau, wie das alles so in der nächsten Zeit aussehen wird. Ich werde wahrscheinlich wirklich noch viel mehr in Richtung Let's Plays geben. Da wird es dann mehr Videos geben oder bessere Videos. Nein, einfach. Ich werde mir da eher Konzepte überlegen, auch mehr in Richtung Vlog gehen. Und Planation werde ich halt auch mehr machen. Das Spiele werden halt quasi dann noch mehr zu meinem Beruf wahrscheinlich. Mal gucken aber, wie sich das so in Zukunft alles entwickelt. Ja, das war eigentlich so meine Schulzeit. Berufsschule war für mich dann nach dem Abitur, wo halt so die Lust ein bisschen nachgelassen hat. So die Stufe, wo ich dann echt keine Lust mehr hatte zum Lernen und so. Das hat man dann auch anhand der Noten gemerkt. Und ja, das hat gut funktioniert mit der Challenge, aber ich bin gerade so am Reden, dann ist das jetzt auch egal. Dann laufen wir noch ein bisschen rum, ärgern noch ein bisschen die Polizei. Berufsschule, ja. Da hat es halt bei mir, ich hatte keine Lust mehr zu lernen. Das Interesse war nicht mehr so ganz da. Das habe ich relativ früh gemerkt. Ich habe mich immer für PCs interessiert, aber nicht unbedingt dann für Server, Netzwerke und so. Das wird oder wurde mir dann so ein bisschen zum Verhängnis. Mal gucken. Hab natürlich trotzdem viel mitgenommen, Kundenkontakt und so, lernt man immer viel. Und während der Zeit halt, während der Ausbildung, habe ich dann halt mit Planation angefangen und das alles nebenbei noch gemacht, für eine Zeit lang halt. Planation und der YouTube-Kanal, was echt viel war, weil man hatte halt dann Ausbildung beziehungsweise 40-Stunden-Job, Schule und dann halt Planation und noch den Kanal und so. Das war schon echt viel. Und natürlich ist dann wirklich das Interesse so ein bisschen weniger geworden. Man hat halt auch nicht so die Zeit, muss immer gucken, auf was konzentriert man sich. Schreibt man jetzt lieber da noch und was macht man auf dem Video? Oder willst du dann doch für die Arbeit mal lernen, was ich hätte öfters machen sollen? Aber ich habe auch gemerkt, es liegt mir halt nicht so richtig. Und ich wollte halt immer eigentlich in Richtung Spiele. Ja, früher dachte ich wirklich so Spieleentwickler und so, da gibt es halt auch so Schulen, die das anbieten und so, aber programmieren kann ich halt nicht, habe ich früh rausgefunden, habe ich ja eben schon gesagt. Und Traumjob war halt immer so Spielejournalist oder Games-Redakteur, Spieleredakteur, wie man das nennen mag. Bei den Games habe ich mich auch mal beworben, da hatte ich allerdings noch keine Ahnung, noch keine Referenzen und so, deswegen alles ein bisschen schwierig. Und Spieleredakteur ist halt auch so der klassische Quereinsteigerjob. Da kommt man nicht einfach mal so rein. Doch, genau. Also genau so ist es. Fuck, Polizei. Also man kommt da. So, stör! Man kommt da tatsächlich dann durch Glück, durch Zufall rein. Wenn man denn möchte. Und wenn man Glück hat und die richtigen Leute kennt. Aber für viele, die jetzt denken, boah, ey, das ist auch absolut mein Traumjob und so, müsst ihr euch natürlich immer wieder die Frage stellen und im Klaren drüber sein, dass ihr da wahrscheinlich nie reich sein werdet. Ihr werdet nie so viel verdienen, wie ihr dann zum Beispiel in der IT verdienen könnt. Also da kann man dann doch, wenn man in einem guten, großen Unternehmen und so angestellt ist, dann auch fest angestellt ist, dann kann man in der IT schon ganz gut verdienen. Es ist ein Job auf jeden Fall mit Zukunft. Und ja, Spieleredakteur, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ihr müsst euch mal vorstellen, man hat dann zum Beispiel da so eine Seite wie die GameStar oder Planation oder PC Action, PC Games und Games Pro und es gibt einfach so viele Seiten, auch von den großen noch, und die finanzieren sich halt hauptsächlich wirklich durch Werbung. So, da müssen wir jetzt mal überlegen, viele Leute haben da noch einen Adblocker und so und ja, ist dann schwierig, dann kommt natürlich weniger Geld rein und irgendwo von müssen natürlich auch die Redakteure leben, weil die machen das natürlich auch nicht nur aus Spaß, Jux und Dollerei und so, sondern weil sie irgendwie dann am Ende ihre Brötchen verdienen möchten und das verstehen viele nicht. Das ist halt ein ganz normaler Job, ist der halt, oh, scheiße, der halt irgendwie dann bezahlt werden muss.
Deswegen sollte man da halt nicht mit so viel rechnen. Und ich glaube auch David Hein, der hatte mal so eine Videoreihe gemacht Richtung Spielredakteur und so. Und der hat als Fazit dann auch gesagt, er könnte es keinem empfehlen, er würde es keinem empfehlen, in diese Richtung überhaupt zu gehen. Bei mir, ich weiß halt auch nicht, was die Zukunft jetzt wirklich so bringen mag. Muss natürlich jeder selber wissen, ob er eine Wohnung hat, die er, also so laufende Kosten, Wohnung, Auto und alles mögliche, Freunde natürlich. Und als Let's Player hat man natürlich auch seine Kosten, man muss natürlich Spiele und so alles kaufen. Und ganz ehrlich, ich glaube als Let's Player, ich habe da jetzt noch nicht so eine große Ahnung, ich habe ja auch nur einen relativ kleinen Kanal, der halt langsam und stetig wächst, aber als Let's Player reich werden ist, ganz ehrlich, nein, auch eher weniger. Darum, ich finde das auch immer blöd, wenn die Leute dann sagen, ey, der spielt jetzt bezahlte Let's Plays, war ja auch so ein Thema und so. Jeder kann seine eigene Meinung haben und so, aber wir müssen mal überlegen. Wenn die Leute doch das, ja, die Möglichkeit haben, damit Geld zu verdienen und ihren Lebensunterhalt damit dann irgendwie zu bestreiten und die ja trotzdem geile Videos bekommt, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Weil, ganz ehrlich, als Let's Player hat man, es ist wirklich nicht so einfach, wie viele denken. Das muss man einfach nochmal sagen und das spreche ich jetzt hier auch einfach nochmal so an. Es ist halt erstmal ein Job, der dich immer verfolgt. Du hast deine ganzen Social Media Seiten und so, Instagram, Twitter, Facebook, dann natürlich YouTube und Instagram hatte ich schon. Ja, irgendwas habe ich vergessen, aber ist egal. Die du immer pflegst, du bist immer mit den Leuten, du bist halt immer mit den Leuten im Kontakt und du haust wirklich jeden Tag ein Video raus. Ich weiß das aus Erfahrungen von anderen und so, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang keine Videos rausgehauen hat oder unregelmäßig, dann merkt YouTube das und man wird dann schlechter gelistet auf den Top 100 Seiten und so, auf der Startseite und wie auch immer. Bam! Das ist wirklich eine schwierige Sache, deswegen, man sollte, wenn man halt, ja, so als etwas größerer Let's Player und so, sollte man am Tag schon mindestens ein Video raushauen, zwei wären natürlich... Ja, fast optimal. Viele hauen auch noch mehr raus. Aber das ist echt viel Arbeit. Jeden Tag, du musst halt jeden Tag rendern und du musst dann natürlich auch die ganzen Bilder machen und dann dich halt um Facebook kümmern, dass du es da raushaust, dass du halt deine Let's Plays verkaufst, vermarktest, Werbung machst. Und das ist schon viel Arbeit und das Zocken selber ist tatsächlich, es hört sich immer blöd an und es sagen immer so viele, aber es ist wirklich so, du zockst halt wirklich am wenigsten. Alles andere rendern und so, das kostet wirklich viel mehr Zeit. Und ja, das muss man einfach vorher wissen. Und ich glaube, ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck, weil meine Stimme ist von der Gamescom immer noch total am Arsch. Und ja. Ist auf jeden Fall alles so eine Sache. Allerdings weiß man natürlich auch nicht, wie sich das entwickelt, so in der Zukunft und so. Das weiß keiner. Momentan ist eigentlich... Was ich vorher auch nicht gedacht habe, die perfekte Zeit, um mit Let's Plays anzufangen und da groß zu werden, wenn man denn irgendwie die Möglichkeit hat, sich pushen zu lassen oder groß zu werden, hat ja auch vieles mit Glück und Kontakten und so zu tun. Ich dachte früher halt, als Gronkh angefangen hat und Gronkh.de, das ganze Team und so, das war ja so in Deutschland unter anderem die Vorreiter und die haben das echt gut gemacht. Und die haben auch schnell ihre Abonnenten bekommen. Aber mittlerweile ist es halt voll im Gange und ich dachte halt vor einer Zeit noch, boah, das Let's Playen, ey, das geht jetzt alles wieder runter und so, aber es ist jetzt gerade erst mittendrin. Und da bin ich echt gespannt, was da noch so kommt und natürlich wird sich das alles noch weiterentwickeln halt. Wie gesagt, es wird noch mehr Richtung Vlog gehen, weil der Let's Player selber halt, glaube ich, die Leute hauptsächlich interessiert. Nicht dann so das Spiel an sich, sondern wie er kommentiert, was er über sich berichtet und so. Und na, da wird sich auf jeden Fall noch viel tun. Wobei bei mir natürlich auch Let's Plays und so im Vordergrund stehen, bleiben, werden, sollen und so weiter und so fort. Aber es wird natürlich auch mal Richtung Real-Life-Videos gehen und Special-Videos und dass man irgendwelche Challenges wirklich im Real-Life macht, so wie die Alchemisten, irgendwie sowas. Ich habe auch überlegt, zum Beispiel, dass man mal Kommentare kommentiert, das machen sehr, sehr viele, ich weiß, aber ich finde das auch so eine persönliche Note, wenn man dann einfach in so einem Vlog mal auf die Fragen der Community, also von euch, eingeht. Und ich glaube, sowas wird dann auch in der Zukunft bei mir noch häufiger kommen und ich glaube, so in diese Richtung wird sich das dann auch noch mehr entwickeln. Aber trotzdem, also Let's Plays werden natürlich immer so das Fundament, so die Basis bleiben. Ja, das auf jeden Fall mal dazu. Ich hoffe, es hat euch jetzt interessiert. Ich bin sehr oft abgeschwiffen, aber
auch für mich persönlich ein sehr interessantes oder sehr interessante Themen. Und ihr könnt natürlich einfach mal eure Meinung so ein bisschen in die Kommentare schreiben. Ich lese das immer sehr, sehr gerne. Was, Alter, was ihr dazu so meint. Und ich glaube, so lange werden wir jetzt hier auch nicht mehr überleben. Wir haben jetzt 4 Sterne und wir brennen gerade. Und im Grunde kann ich eigentlich die heutige Folge schon mal ganz langsam abmoderieren, oder? Ja, ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Aber der Geldtransporter ist super. Der ist einfach extrem krass gepanzert. Und irgendwie ist... Jetzt qualmt er nur noch. Eben hat er noch gebrannt. Ah, ich glaube, da sind mal auch ein paar Reifen geplatzt. Bitte, bitte was? Ich habe übrigens, glaube ich, GTA wieder ein bisschen zu leise. Ich bitte das zu entschuldigen, aber... Ja gut, der Ton ist jetzt sowieso dann innerhalb von so Folgen nicht so wichtig, wenn wir dann sowieso meistens reden. Aber wir werden natürlich auch nochmal Nebenmissionen machen und mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel eingehen. Aber ich finde eigentlich die Mischung und wir brennen wieder ganz cool. Das ist eine Tankstelle, da können wir nochmal hingehen zum... Nee, da kommen wir nicht mehr hin, oder? Oder? Bam. Okay, mit dieser Explosion dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich in der nächsten Folge von GTA 5. Ciao.